Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon TCG Opening von Schwert und Schild, Flammende Finsternis. Von dem Display jetzt heute kommt die zweite Hälfte. Ihr seht, die erste Hälfte habe ich die Karten einfach mit hier reingelegt, damit ich die Box halt noch verwenden kann. Deswegen habe ich die da reingestellt. Ja, und jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Hole ich mal hier den Batzen raus. Ui, Batzen Booster. Ah, sind sie leer. Hingefallen. Runter. So. So, mal gucken, was uns hier alles so erwarten wird. Ich hoffe, da kommt noch ein paar Wii- und VMAX-Karten dazu. Glurak wäre natürlich auch super nice, aber ja, ich hoffe mal jetzt nicht so krass darauf, dass ein Glurak kommt. Aber ich will auf jeden Fall noch ein paar Booster dann kaufen, wenn ich keinen Glurak habe, weil ich will auf jeden Fall schon versucht haben, einen Glurak zu ziehen. Deswegen mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja. So, mal gucken, was im ersten Booster so auf uns wartet. Lunastein, Staravia, Pupita, Eneko, Vegima, Golbit, Gelatini, Knackleon, Hoopa. Oh, und da ist schon die Rare. Ja, da war schon mal nichts. So. Ich wollte noch was sagen zum ersten Teil von diesem Video, dass ich da ein bisschen. Ich habe zwar im Video gesagt, dass meine Laune eigentlich gut ist, aber ich glaube, ich war ziemlich müde, als ich den ersten Teil aufgenommen habe. Und deswegen war meine Laune auch nicht so toll, obwohl ich noch im Video gesagt habe, meine Laune war voll toll. Oh, X-Bad Wie? Hatte ich X-Bad Wie schon? Eine andere X-Bad. Ja, ich hätte eine andere X-Bad. Ich hätte die hier. Die hatte ich. Jetzt habe ich die. Nice. Oh, ah, hier sind meine Folien. Wollte gerade sagen, wo sind die hin? Ich habe extra nichts weggetan. Also zwischen der ersten Aufnahme und der jetzigen liegt ein Tag. Und ich habe extra nichts weggeräumt, weil ich wusste, okay, ich mache das eh bald. Das Video. So. Ja, das sind vier. So, Energie. Oh, der Umhang. Der Stärke. Ja, die Karten wiederholen sich langsam. Also gut, man kennt es ja schon vom ersten Video, aber sie wiederholen sich langsam wieder. Hier war nichts dabei. Oh, Mann. Booster, geh auf. Es ist einfach nicht mehr schaffe, einen Booster aufzubekommen. Ich bin schwach geworden, Leute. Bin zu schwach dafür. Ich brauche jemanden, der mir die Booster aufmacht. Aber sie sind nicht so schwer aufzukriegen wie die koreanischen Booster. Obwohl es ja extra so ein anderes Ding ist und ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Oh, ich halte die Karten gar nicht in die Kamera. Oh, Barschwa Reverse. Oh, Heatran Holo. Lege ich auch mal raus, weil es ein Holo ist. Ich wusste gar nicht, dass es hier dran jetzt drin gibt. Ich krieg die Karten nicht raus. Hallo. Da jetzt. Diese ganzen Codes. Immer wenn ich die Codes dann, also nach dem Video räume ich alles auf und dann denke ich mir so, okay, ja, woher mit den Codes? Und statt sie wegzuwerfen, wenn ich sie ja eh nicht mehr brauche und ich hoffe, einer von euch sie ja einlöst, hebe ich sie auf und tue sie in meine Schublade. Warum auch immer. Aber sie gammeln da. Oh, nochmal dieselbe Karte, nur Reverse und ein Granbull. Ich weiß nicht, ich reiß die Booster immer besser auf und besser, finde ich. Also, mir ist noch nie passiert, dass ich das hier so geteilt habe. Aber okay, kann man mal machen. So, ich habe sie, glaube ich, falsch herum. Ich will mich nicht so spoilern lassen, deswegen ja falsch herum. So. Oh, ein seltenes Fossil mal wieder. Oh, und immer diese Affen. Ich habe schon so viele Karten von den Affen, ne? Weiß gar nicht,
Was ich mit dem Ganzen will. Ist das eine. Nö, ist das eine Holo? Nö, ist keine Holo. Sah so aus. Durch die Kamera erst, aber war keine. Ich und die Booster. Mann, im Leben kriege ich mal Booster gut auf. Nie, wahrscheinlich nie. Früher habe ich die mal sehr gut aufbekommen. Jetzt verkackt gerade meine Stimme. Seit Tagen verkackt die. Aber naja, mir auch egal. Kann ich irgendwann jetzt nicht mehr sprechen. Da halt mit dem Kratzen im Hals. Oliveros. Und Ampharos ist die Rare. Ich glaube, ich hatte es im letzten Video erwähnt, dass ich so ein, ich habe gesagt Buch. Kann man das Buch nennen? Naja, so ein Pokémon-Kartenbuch halt führe, wo man halt die Karten immer so reinschieben kann. Ich kann es mal kurz zeigen, damit ihr wisst, was ich meine. Ja, sowas meine ich. Ne? So ein Buch, wo man die alle reinschieben kann. Ich sag mal so ein Sammelbuch, sage ich jetzt lieber statt Buch. Und ich versuche halt so ein Sammelbuch zu bekommen, also zu machen, nur mit allen Pokémon von der ersten Gen. Klar, irgendwann will ich aber noch die anderen Gens haben, aber erstmal die erste Gen schaffen, ne? Ist schon irgendwie schwierig. Und ich dachte halt eben mal, oh ja, oh, Metamiverse. Ah. Kagoron, heißt das so? Heißt das nicht anders? Heißt das Kagoron? Oh, mein Leben ist gerade verändert worden. Inigo? Inikoron? Heißt doch Inikoron! Ich muss googeln. Das interessiert mich jetzt. Hab mir Inikoro gegoogelt. Warum steht da ein anderer Name? Das ist hier die Frage. Ja, da ist hier auf jeden Fall ein kleiner Druckfehler. Ne? Oh, muss ja die Kamera halten. Ja, das hat man nicht immer. Muss ich behalten. Ja, das ist jetzt schon was Krasses. Ist sowas schon mal? Ich glaube noch nie. Naja. Dafür habe ich jetzt vergessen, ich weiß es wieder, von was ich eigentlich reden wollte. Und zwar ging es um mein Sammelbuch. Ja, und da habe ich ja gesagt, dass ich versuche dann die ganze erste Gen. Und ich dachte immer, okay, ja, du hast so viele Pokémon-Karten, du kriegst die erste Gen locker zusammen. Und das hat nicht gestimmt. Ich habe die erste Gen nicht locker zusammenbekommen. Klar versuche ich in dem Buch immer die ältesten Karten da reinzumachen. Das heißt, ich versuche das ganze Base-Set der dritte zu haben, was mega schwierig ist, ohne Holo. Weil ihr wisst, wie selten man an ein Base-Set rankommt und dass die auch extrem teuer sind. Was soll ich sagen? Was will ich sagen? Das. Ja, ich viel auch vom Base-Set, also das richtige originale Base-Set eben nicht habe, sondern dafür dann die von 2016, wo die das Base-Set nochmal neu gemacht haben, wo es auch den Feen-Typ dann gibt. Da habe ich halt ganz viele drin von. Und ohne VMAX. Oder gar VMAX! Nice Huhn. Folie hier. Ich weiß gar nicht, wie viele VMAX-Karten es gibt. Auf jeden Fall habe ich natürlich nicht alle. Aber. Ui. Wird wohl nochmal Zeit für ein Display. Ja, vielleicht zeige ich euch mal das Sammelbuch selber und erkläre dann nochmal alles drinnen mit dabei. Aber auf jeden Fall versuche ich da halt. Ich wiederhole mich. Die erste Gen, ja, habe ich schon gesagt. Und dass es halt eben nicht so einfach war, wie ich dachte. Also ich habe ganz schön viele Karten noch nicht gehabt von der ersten Gen. Klar, ich habe nicht immer die allerersten Karten, also das Base-Set, das ist natürlich schwierig. Aber ich dachte, ich habe halt einfach auch so von 2019 und so ganz viele Karten von der ersten Gen, dass ich die jetzt alle da reinbekomme. Aber ne, ich habe noch ein paar Lücken und da ist Xerox V. Das ist nice, ich habe voll geschrien. Oh, Xerox sieht geil aus, das muss man schon mal sagen. Wo sind die? Ah, hier sind die Booster. Gerade vergessen, wo meine Booster liegen. Dass hier auch irgendwie alles so aufs Bild passt. Ey, so, rausbekommen. Der Code.
die fangen alle gleich an, die Codes. Irgendwie, finde ich. Also mir kommt es so vor, als wenn die alle gleich anfangen. Aber naja. Ich glaube, ich habe auch mega viele Jungbluts jetzt schon durch das ganze Set. Naja, irgendwann doppelt sich halt eh alle Karten. Frubel und Krebit. Ein paar Karten verschenke ich, also was heißt ein paar? Ganz selten verschenke ich mal eine Karte. Meistens die, die ich übermäßig doppelt habe. Aber auch mal noch Freunden so aus dem Umkreis. Aber meine Chefin, oder Chefin nicht ganz, aber eine Vorgesetzte von mir, der schenke ich manchmal ein paar Pokémon-Karten. Weil die mag Pokémon sehr und da habe ich immer ihre Lieblings-Pokémon gekauft. Hat sie sich sehr gefreut. So schleift man sich ein, Leute. So macht man das. Aber die ist kein Pokémon-Fan von Stunde 1, sondern die ist nur Pokémon-Fan von Pokémon Go. Und deswegen ist das ein bisschen meh. Weil ja, sie kennt die Pokémon-Spiele nicht. Und deswegen ist es immer so. So doof mit ihr über Pokémon zu reden. Also ich rede jetzt nicht Tag und Nacht mit ihr über Pokémon. Ich rede selten mit jemandem über Pokémon, aber. Wenn sie jetzt mal davon irgendwie anfängt, da geht es immer nur von Pokémon Go. Da kennt sie halt mega gut aus und ich kenne mich halt mega gut aus, wenn es um die Spiele geht. Zwei verschiedene Welten sind wir dann. Oh, Reverse. Und ein Holo. Ah, auch vom Fossil. Hatte ich denn nicht schon mal eine? Beim letzten Mal war, aber war das eine Holo? Ich glaube nicht. Nee, war es nicht. Sah nur so geil aus. Kommt, Booster, geh auf! Ich finde, irgendwie geht das Video jetzt viel schneller als das gestern, also der erste Teil. Gut, vielleicht weil ich jetzt auch irgendwie besser drauf bin. Nicht mehr so müde bin wie gestern. Gestern war ich ein bisschen müde zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgenommen habe. Aber naja, bitte entschuldigt mir, dass das der erste Teil dann so ein bisschen lahm ist. Ich will Klo zuletzt aufmachen. So. So, ja. Drittletzte Booster? Sagt man das so? Der zweitletzte, drittletzte? Ja, ich glaube schon. Vier. So, mal gucken, was hier so ist. Panzeron, Petsny, Skoppel, Pummelhof und ja, kein Remix. Und keine Holo. So, der vorletzte Booster. Glaubt an den Booster. Und ist jetzt wirklich der vorletzte. Im ersten Teil war ja vorletzte nicht der richtige Vorletzte, aber jetzt ist es der richtige Vorletzte. Diese Codekarten, dass ich doch immer falsch rum einhalten muss. So, let's go. Energieblatt. Oh, Stollrack. Habe ich nicht. Nee, habe ich glaube ich auch nicht. Naja. Und. Oh, nee. So, dann kommt der letzte Booster. Somit wird jetzt an das Herz der Karten geglaubt, dass da halt noch irgendwas Gutes mit drin ist. Danke für den PC, dass du mir jetzt hier irgendwas. Danke für das Handy, dass du auch noch drin musst. Hier hat einfach alles geklingelt, was nur ging. Okay, ich krieg. Hat aufgekriegt, haha. So, da sieht man auch schon Dummiesel. Ich habe keinen Kartentrick gemacht. Oh, warte, was ist denn mit mir los? So, Energie. Ne? Diktri. Ganz klar, Dummiese. Fritzeblitz. Galapantimus. Slimer. Ich bin, glaube ich, ein bisschen schnell. Klick. Reverse. Und, oh, Smetbo V. Ich dachte schon, das ist gar nichts. Aber es ist wenigstens ein Smetbo V. Wir sind da, meine Folien. Nice. So, ich habe jetzt hier nochmal alle Karten rausgeholt. Man sieht zwar nicht alle, aber ich zeige es euch alle nochmal. Am besten fange ich wohl an mit der Fehlerkarte. Mit den Inikoro, was einfach ein Kagurun ist.
Dann habe ich hier noch, also was die tollsten Pulls für mich halt sind. Das Lugia, die Rare, einfach nur weil es ein Lugia ist. Es ist nicht mal eine Holo, so, ist ganz normale Common-Karte. Darkrai, die Holo. Dann hier die ganzen anderen Holo-Karten. Ich zeig's mal so. Textlers war vom letzten Teil, also beim ersten Teil, Reflex auch. Und die haben wir heute gezogen. Kaporiki, ein Heran. So, dann nochmal vom ersten Teil, von der ersten Hälfte. Da kam, habe ich Rose gezogen, Prutalanda V-Max, Galalamos und Xpadvi. Und heute, werde ich noch daran erinnern, kein Smeppo V, jetzt zuletzt dann Chirrut V, Olanga V-Max und Xpadvi. Kein Glurak war zwar dabei, aber es ist nicht so schlimm. Ich finde, ich habe trotzdem gute, viele Karten gezogen. Dadurch, dass ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es genau aussieht, ob ich mir jetzt nochmal ein Flamme Finsternis Display kaufe, ich weiß es nicht, muss ich mir noch überlegen oder ob ich lieber andere Displays mir hole. Aber auf jeden Fall gibt es noch andere Karten, ich weiß, also nicht andere Karten, ja klar, die gibt es auch, aber andere Sets sind ja jetzt noch gekommen, zum Beispiel dieses Lauchzalot Collection, die kommt ja auch und die würde ich mir auch gerne holen. Nur weiß ich da halt eben nicht genau, welche Booster drin sind, aber ich denke mal auch, dass da ein flammende Finsternis-Booster drin sein wird. Und wenn nicht, kaufe ich mir halt einzeln ein paar Booster von flammende Finsternis. Ich hätte nicht halt nicht nochmal ein ganzes Display, weil da gibt es ja auch diese. Also ich weiß, auf Lucky Cards kann ich mir einmal, ich glaube, 10 Booster so kaufen und dann halt eben diese. Wie heißt das? Plister, wo zwei Booster drin sind. Ich glaube, so heißt das. Plister mit zwei Boostern. Dann kann ich mir auch mal 10 Stück kaufen. Und kann die auch noch mal öffnen. Ja, aber wie ich dann, wie, was mache? Ich muss mal gucken. Aber werdet ihr dann alles sehen. Auf jeden Fall, Pokémon-Karten kommen weiterhin. Immer mittwochs, falls noch keiner das gemerkt hat. Ich mache die Pokémon-Openings immer am Mittwoch. Ich weiß, manchmal kamen schon mal zwei an einem Sonntag. Aber das mache ich nicht mehr. Ich bekomme jetzt alle am Mittwoch. Aus dem Grund, weil ihr wisst es alle, Pokémon-Karten haben kosten schon ein bisschen. Glaube ich jetzt nicht die Geldmangel oder sowas, aber es war gerade unterschwelliger Flex. Aber es geht schon ganz schön ins Geld, wenn ich mir jetzt ganz viele Pokémon-Karten kaufe. Also ich bin schon froh, dass ich immer genug Pokémon-Karten habe. Also Videos dann für den ganzen Monat, wenn ich es immer nur Mittwoch mache. Damit bin ich schon ganz zufrieden. Deswegen immer nur mit was aktuell. Dann war es das mit diesen Videos. Habe ich mega gefreut, endlich mal ein deutsches Display zu öffnen. Das ist ja was ganz anderes als dieses koreanische Display. Da habe ich mich zwar auch schon mega gefreut, weil es ja auch schon ein Display war, aber jetzt hier ein richtiges deutsches Display ist nochmal was anderes. Jetzt habe ich auch endlich diesen geilen Aufsteller.